Unsere erste Automatisierung ist fertig. Wuhu! Tschappa! Es wird. Wobei es noch gar nicht ganz stimmt, weil es fehlt ja immer noch was. Hallo Minecraft, hallo Mevia. Hallo Bauna. Ich bin etwas erschlagen an Informationen, die mir Mevia gegeben hat. Aber ich probiere hier jetzt mal die Crystal Growth Accelerator zu automatisieren. Mhm. Viel Glück. Das kann ich brauchen. Ja. Mevia hat mir das vorhin schon mal aufgebaut gehabt. Na toll. Also da kann ich schon mal nichts bauen. Ah, dann reicht mir der Platz hier wahrscheinlich gar nicht. Nein. Nein. Moment. Machen wir hier mal ein bisschen Platz noch. Geh weg. Geh weg. Okay. Und zwar. Ich baue das jetzt einfach mal aus der Erinnerung. Hier war eine Kiste. Solltest du es verstanden haben, solltest du das auch nicht nur aus der Erinnerung bauen können. Ich baue es aus der Erinnerung. Gut, eine Transfer-Node soll ich hier dran setzen. In die Transfer-Node ein World Interaction Upgrade. Und es funktioniert, weil hier haben wir schon Polished Andesit drin. Gut, also das hat schon was aufgesaugt. Gut, Platzhalter machen wir trotzdem nochmal hin. Dann machen wir hier nochmal schön die Wand schön. Soll ja auch ein bisschen nach was aussehen hier. Sollte erstmal funktionieren. Nein, muss erst schön aussehen. So, dann soll da oben dieses Open Grate von Botania drauf. Und an dieses Teil kommt diese Warp-Item-Kondukt. Ganz was Neues. An das Item-Duct kommt nochmal eine Kiste. Und an die Kiste kommt ein ME-Interface. So, dann. So, okay. Und dann haben wir hier noch ein Servo. Ein Servo. Der ist auch dran. Servus. Der ist auch dran. Gut. Dann können wir das Item da wieder wegmachen. Den Andesit wieder wegmachen. Okay. Dann. Ah. Nein! Da habe ich zu viele. Multitasking. Zu viele Carpenters-Blöcke eingesetzt. So. Gut. Gut, haben wir jetzt schon mal. Dann kommen hier diese Teile hin. Ach, die muss ich ja auch noch mit dem ME verbinden. So. Jetzt komme ich da nicht mehr rein. Wenn ich jetzt das mit der abbaue, dann müssen wir halt Handarbeit leisten. Wäre ich vorsichtig. Bei Handarbeit gehen viele Sachen oft kaputt.
Ging um das Botania-Teil. Das ging. So, also das Wasser habe ich auch platziert. Und dann kommen wir hierzu. Da gehen wir hier in der Wand nach oben. Und legen da mal das ME-Kabel runter. Da müssen wir auch noch hin. Und dann soll aus der Kiste eben das Zeug importiert werden in das ME. Fassade dran. Da sind wir schon eigentlich mit dem ME verbunden. Und dann müssen wir die Accelerator-Teile noch. Die reichen ja, die kann ich einfach in Reihe schalten. Hä? So nicht. Kann ich nicht. Warum nicht? Warum kann ich die nicht einfach? Weil die falsch stehen. Wieso stehen die falsch? Weil die falsch stehen. Die stehen nicht falsch. Jawohl. Nein. Jawohl. Wieso sollten die falsch stehen? Die können doch gar nicht falsch stehen. Was laberst du? Die haben eine Vorzugsrichtung, die Accelerator. Die können nur nach zwei Seiten sich mit einem Kabel verbinden. Die anderen vier Seiten gehen nicht. Und du hast sie genau falsch rum hingestellt. Das verarscht mich doch. Du kannst das Ganze auch mit der Wrench, mit dem Crescent Hammer. Als ob ich sowas hab. Soll ich dir helfen? Da schwimmt ein Growth Accelerator. Ach, da sneakt er mal wieder im Eck hier und lacht sich in den Arsch ab. Das musste ich doch beobachten. Der ist jetzt wahrscheinlich auch wieder falsch rumplatziert. Den muss ich dann wohl. Ich glaube, ich weiß wie. Das macht doch hier mal nicht so eine Überschwemmung. Ach doch. Gieß, gieß. Guck, guckst du. Hey, wenn du die jetzt wieder. Mach doch nicht so eine Überschwemmung. Warte. Was tust du? Hä? Woran siehst du, dass die richtig platziert sind? Bei mir im Texturpack sehe ich das. Wie das bei dir aussieht, weiß ich nicht, aber bei mir im Standard-Pack ist das offensichtlich, dass die eine Vorzugsrichtung haben. Ah, jetzt sehe ich das auch. Ach so. Ich muss die quer platzieren. Das heißt, warte mal. Wenn ich oben das Kabel. Ah, also ich könnte das Kabel. Nee, dann. Jetzt hast du Blödsinn gemacht. Mach den nochmal weg. Was? Dann platziere ich das Kabel von unten. Passt doch. Du hast mein Teil eingesammelt. Jesus. Was doch. Einfach auf dem Boden platzieren. Warte mal. Nee, das passt aber von unten. Musst du den nochmal umdrehen. Steht der jetzt aber falsch. Na, der, auf dem du draufstehst. Auf dem ich jetzt gerade rumbacke. Weil da, wo jetzt die Kiste steht, den kannst du nicht anschließen von unten. Du musst die Kiste umstellen. Hier muss ich die noch eins tiefer stellen. Aber das ging, glaube ich, gar nicht.
kannst die Kiste halt unter Ach. Den Transfer-Node jetzt stellen. Das wäre das Einfachste an das. Das ist die einzige Möglichkeit, die da hier an der Stelle noch bleibt. Genau. Ja, ja. Ein Platz habe ich gerade noch. Sehr effektiv. Mit der Spitzhacke die Kiste abbauen. So, dann kommt hier. Vergiss nicht, das Kabel neben dem Kabel ist noch. Ja, ja, ich weiß. Wenn du den. Ach so, ne, da ist er. Importbus. Dann kommt hier nochmal so eins dran. Und Mavia left the game. And joined the game. Ich hatte einen Ghost Block. Der war ein bisschen nervig. Okay. So, also die zwei. Du musst den vorderen Block noch drehen. Dann hast du ja kaputt gemacht. Dann brauche ich noch mal ein paar Kabel. Warte mal, ich könnte hier kurz. Reichen die Channel eigentlich für das alles? Du brauchst nur einen einzigen, nee, zwei Channel. Du brauchst einen Channel für das Interface und einen Channel für den Import-Bus. Das war's. Okay, das passt ja dann. Kommt halt drauf an, was du hier, woher du das Kabel hier hast. Das ist ein Dense-Kabel. Ja, sicher, das ist kein Problem. Ich habe das einfach mal vorratshalber gelegt. Bist du weg? Ja, ja. Ich lege hier einfach mal irgendwelche Kabel, das ist mir wurscht. Direwire. Nein! Ein Kabel zu wenig. Mhm. Okay. Das passt soweit alles. Dann muss ich hier oben noch diese komische Pattern einlegen. Hallo. Wo gehst du denn hin? Lol, da liegt ein Dioritblock. Da liegen Dioritblöcke und du hast nichts Besseres zu tun, wie da hinzulatschen. Was wäre gewesen, wenn mir was passiert wäre? Mann. Ich hätte keiner den Notruf gerufen. Oh. So, dann brauchen wir davon noch welche. Labradoodle, Labora, Dingsda-Blöcke. Labradoodle-Blöcke. Haben wir noch ein paar mit als Fassaden. Ach, die verbinden sich jetzt gar nicht mehr. Das ist ja doof. Das haben Fassaden leider so an sich. Nein, nein. So. Verdammt. Vergiss nicht, noch deinen Server auch anzuschalten. Könntest du mal gerade machen, weil ich habe keine Wrench da. Das hat mit Wrench nichts zu tun. Du musst nur in das System, in den Server anklicken und dann unter Redstone Control auf Ignore stellen. Jetzt leuchtet's. Ach so. Mit der Wrench baust du es ab. Oder deaktivierst es. So, ich brauche noch Cable. Nein! Habe ich genau den Fehler gemacht. Ah, kann ich jetzt schon?
Ah, warte, ich brauche erst Fluix. Sand. Können wir doch gleich mal ausprobieren. Jetzt haben wir hier. Ich habe ja eine verbundene Leitung. Machen wir mal 6 Stück. Statt. No crafting CPUs are available. Das heißt, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du baust dir jetzt noch eine Crafting-CPU und schließt dir ein System an, oder du ersetzt das Interface durch einen Export-Bus, der automatisch jeden Seed, den du im System hast, in das Fass wirft. Dann brauchst du die nur so zu craften und im System zu haben, dann werden die automatisch zu den Acceleratoren geschickt. Ohne, da brauchst du keine Crafting-CPUs für. Ich guck gerade mal. Du wirst für später so oder so noch Crafting-CPUs brauchen, aber mit dem Export-Bus ist das die einfachste Variante. Und schnellste. Ich finde hier bloß Crafting Unit. Ist es das? Ne. Co-Prozessor, Monitor, Storage, 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 Storage. Die Crafting Storage. Ach, die sind es. Die sind gemeint. Die 1K, 4K, 16K und 64K. Die stellen den Kern eines Auto-Crafting-Systems dar. Machen wir jetzt für die Schnelle, machen wir hier. Ich glaube, mein System verarscht mich gerade. Kann durchaus sein. So, jetzt. Mach noch eine Capacity Card rein und dann kannst du die Seeds. Ne, geht doch auch so, oder? Ja, aber du kannst dann halt die Seeds für die Pure Crystals mit reinsetzen. Warum nicht? Weil ein Export-Bus ohne Capacity Card nur einen einzigen Steckplatz hat. Ja, reicht doch. Ich muss da bloß Fluix Seed reinmachen. Ja, sicher. Aber wie gesagt, du kannst dann halt die Seeds für die Pure Crystals nicht reinmachen. Es gibt verschiedene Sachen, die du in dem mit den Growth Acceleratoren machen kannst. Das sind die Fluix-Kristalle und dann noch die Pure, die drei Pure-Kristalle, wie heißen die? Na, hier sind erst die Sprünge, NEI. Pure Surface Quartz Crystal, Pure Fluix Crystal und Pure Nether Quartz Crystal. Ich habe eine Endlosschleife. Ja, da hast du unten einen Filter drin. Nö. Ja. Filter. Da musst du dann. Kiste. Ich glaube, bei dir war ein Spring drin. Jawohl. So, machen wir halt noch das. So, und Woran hängt es? das. Achso, ich kann ja einfach das Ding da rausnehmen. Und dann müsste das ja eigentlich auch gehen, oder? Nee. Hä, wo sind die ganzen Seeds jetzt hin?
Okay, der eine Seed ist schon irgendwie. Ach. Hallo? Nein. Eine Kiste frisst die. So, ja. Yeah. Produziert er was? Ja, 1%. Okay. Das Problem ist ja, dass ich dem Filter noch sagen muss, welches Item er filtern soll. Ja. Ja, ich hatte aber kein Item. Das heißt, ich konnte ihm gar nicht sagen, was er filtern soll. Was stellst du denn her? Pure Flux Crystal? Ja. Soll ich ans Wohnen gehen? Egal. Fassade brauchen wir noch eine. Das komische Fass da können wir eigentlich wieder dran setzen. Was hatte ich jetzt eigentlich gemacht? Ich weiß. Ich muss jetzt in den Itemfilter reinklicken, ja? Genau. Und vor allen Dingen hast du 3 der Growth Acceleratoren abgeklemmt. Ja, toll. Jetzt laufen sie wieder. Sollte es schneller gehen. So, jetzt haue ich in den Dinger da den Filter rein. Hier hinten rechts, der ist auch noch nicht angeschlossen. Da fehlt noch ein Kabel. Das weiß ich. So. Jetzt sollten die erst da unten reinkommen, wenn sie fertig sind. Genau. Du kannst ja den Import-Bus abklemmen, bis du das ausprobiert hast, bis das fertig ist. Und dann kannst du sehen, ob es funktioniert hat. Fehlen trotzdem 2 Kabel. Was? Import? Achso, den unteren. Sehe ich ja dann auch in der. Im System. MME, ob es funktioniert hat. Ja, das stimmt. Ich check gerade gar nichts mehr. Ist einfach viel zu spät. Woran hängt's? Was meinst du? An mir. Nee, ich meinte, was ist das Problem hier im System? Was verstehst du nicht? Darum geht's gerade nicht. Ich muss überlegen, ob ich den Gedankengang richtig mache. Ja, mache ich. Okay. Ich wollte ja noch ein paar Kabel machen. Glas. Oh, nein, jetzt habe ich keinen Dust mehr. Okay. Egal. Na, ich habe die. Ich habe die komischen Dinger aufgesammelt. Die Fassade auch einfach so anbringen? Nee. Ist ja dumm. Haben wir eine Säge dabei? Ja. Ich möchte nämlich gern die Kiste da oben trotzdem öffnen können. Sup. Geht. Okay. Oh, ich hoffe, ich habe es gleich geschafft, ey. Bahuna betritt Neuland. Ja. Ich gehe gleich kaputt.
So, und da kommt jetzt noch ein Kabel hin. Die Fassaden können wir da an der Decke mal noch hier anbringen. Wir brauchen noch zwei. Haben wir keine mehr. Verarscht. Hallo? Achso. Anchor. Anchor. Und das hier. So, jetzt sieht die Decke schon mal wieder sauber aus. Okay. Dann brauchen wir von denen noch ein paar Fassaden. Ah, ich kann mir den Fassaden nie ans ME klicken. Denkt immer, er muss die Fassade dann ans ME pappen. Irgendwo muss er ja hin. So, alles schön sauber verstecken hier. Nein, jetzt habe ich die wieder aufgesammelt. Ja, sind aber schon bei 43%. Gut, kurzer Cut, bis die fertig sind. So, da sind wir wieder und wir haben hier 6 Pure Fluix Crystals. Also es hat funktioniert, was wir gemacht haben. So, jetzt haben wir die Glass Cable. Kann ich hier endlich noch eins dazwischen setzen, sodass alle 4 Crystal Growth Acceleratoren angeschlossen sind. Und es ist auch relativ schön verpackt hier hinten drin. Wir könnten noch eins. Hallo? Eine Sache könnte man noch machen, damit es ein bisschen schöner aussieht. Irgendwie spinnt es gerade wieder hier. Aber auch nicht unter 20 FPS gerade. Irgendwie ist heute Wurm drin. Ja, der Server läuft nicht ganz gut. 31%. So. Unsere erste Automatisierung ist fertig. Wuhu. Tschappa. Es wird. Wobei es noch gar nicht ganz stimmt, weil es fehlt ja immer noch was. Muss ja erst noch dieses... Was wollte der jetzt haben hier? Eine CPU. Genau, die muss ich ja auch noch bauen. Aber die kommt dann das nächste Mal dran. War mal wieder eine längere Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft. Bye.